Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, heute geht's richtig schlecht mit dem Video machen. Ich bin einfach nicht gut drauf zum Video machen. Aber trotzdem schaue ich euch ein Video raus, und zwar über die Auf und Abs des Lebens. Ich erkläre euch das aber ganz einfach meine Theorie. Stellt euch vor, das da ist die Nulllinie. Ich schaue, dass ich das in der Mitte vom Video mache. Das ist die Nulllinie. Dann geht's im Leben immer wieder auf, dann geht's ab, dann geht's auf, dann geht's mal ein bisschen tiefer, dann geht's wieder auf, vielleicht ganz auf und dann wieder ganz runter. Aber ich glaube, die Kunst im Leben ist, dass man schafft, Nulllinie, es geht auf, ein bisschen runter, dann wieder höher, runter, dann vielleicht noch höher und weniger runter. Also im Prinzip will ich euch erklären, dass wenn man oben ist, es gibt immer Ups. Aber das Geheimnis dabei ist, dass man über die Neutrallinie oben bleibt. Dass man da, wo es einem schlecht geht, auch wenn es schon ein kleiner Punkt ist schlechter, ist gescheiter, wenn es oben bleibt. Also wir wollen ja nicht, dass es runter geht. Manchen bleiben sicher auch da ein bisschen unten, da wieder auf, bis sich einmal aufraffen. Das habe ich gehabt zum Beispiel. Kann ich euch dann noch ein Beispiel bei mir erklären. Auf jeden Fall muss man schauen, am besten ist, wenn man immer über der Nulllinie bleibt vom Auf und Ab. Aber im Normalfall geht es ein bisschen rauf, dann wieder runter und manchmal mehr runter. Auf jeden Fall schaut das über der Meridianseite, also über der Nulllinie. Und dann mache ich noch ein Beispiel bei mir, wie es im Jänner war. Da war ich hier in meiner Schizophrenie, war ich da oben und dann BAM runtergecrashed. Dann habe ich mich, wenn man da die Nulllinie sieht, immer in dem Bereich eher bewegt. Und jetzt geht es langsam bergauf. Jetzt habe ich wieder ein bisschen ein Up, ein bisschen mehr als unter der Nulllinie. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Auf jeden Fall. Aber ich schaue jetzt, dass ich oben bleibe. Natürlich im Winter ein bisschen anstrengender. Da gibt es auch die Winterdepression. Die kommt halt auch immer dazu. Wenig sonnige Tage und so. Aber versucht einfach über den Neutralen zu sein. Dass es euch nicht schlecht gibt und lebt euer Leben so, dass einfach viel aufs gibt und beim Up, dass man nicht wieder runter crasht, also unter die Nulllinie kommt. Dann geht es einem immer gut und man hat trotzdem seine Auf und Ups. Das ist quasi so aufsteigende Freude. Ich glaube, dass man das wirklich erreichen kann im Leben. Und ich, positive News, ich brauche ein Schluckmonster, dass ich genug Energie habe, um euch das zu erzählen. No Werbung. Auf jeden Fall war ich heute bei meiner Fachärztin Spritze holen, also das Depot. Und die gesagt, sie merkt eigentlich nichts mehr davon, dass ich psychotisch bin. Ich habe ihr das gesagt, dass ich immer noch Stimmen höre teilweise, also meine Gedanken eigentlich. Ich höre von außen nichts, sondern nur in meinem Kopf. Ich habe noch, jetzt hast du mir kurz die Sprache verschlagen. Kurz am Anfang, wie es ausbrochen ist, habe ich schon was gehört außerhalb. Aber jetzt halt immer noch innerhalb von diesen mächtigen Werkzeug. Auf jeden Fall hat sie mir gesagt, ja, sie hat mir grünes Licht gegeben, da ich wieder arbeiten gehen kann. Sie findet das gut, da ich wieder arbeiten will. Ist halt die Frage, ob ich jetzt noch in Eva Pavillon in Mauer mache. Psychiatrie, das ist eine ambulante Station, da ist man glaube ich für ein, zwei Monate, fahrt man täglich hin und das wäre halt auch ziemlich gut, werde ich wahrscheinlich in Anspruch nehmen und dann nächstes Jahr ausziehen und arbeiten wieder. Und live in Ordnung bringen. Und dann gibt es natürlich noch fettere Videos, wenn ich Kohle verdiene. Okay, Leute. Also das heißt, bei mir geht es bergauf und das schafft jeder Schizophrener. Und jeden, den es schlecht gibt. Man muss einfach sein Leben selbst in die Hand nehmen. Dann wird es auch geil, liebe Leute. Und das war's eigentlich mit mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und Peace out, Freunde.